Aussicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser doch weitgehend einvernehmlichen Debatte, auch was die Problembeschreibung angeht, muss ich mich eigentlich bloß mit einem auseinandersetzen, und zwar mit der Diskussion, die Frau Dr. Karlowski hier aufgemacht hat. Wenn Sie denn der Auffassung sind, dass alles das, was Sie gefordert haben, nicht durch eine Mehrheitsentscheidung in der Molkerei durch die Mitglieder, sprich die Milcherzeuger, umgesetzt werden kann, dann müssten Sie ja konsequenterweise auf dem nächsten Landtag die Abschaffung des Genossenschaftswesens oder Ähnliches fordern. Denn ansonsten ist es natürlich möglich, über Mehrheitsentscheidungen, und man braucht dann mehr als 50%, alles das durchzusetzen, was Sie den Molkereien ins Stammbuch geschrieben haben. Und ich denke auch, dass in der Debatte deutlich geworden ist, dass es die eine Lösung für die aktuelle Milchpreiskrise nicht gibt. Ich habe angekündigt, ich möchte mich kurz auf die derzeit diskutierten Lösungsansätze konzentrieren. Exporterstattung, private Lagerhaltung und Intervention können bei der Bewältigung der Milchpreiskrise helfen. Bei der Intervention sehen Experten allerdings das Risiko ungewollter Marktverzerrungen, und eine preisstützende Wirkung entfaltet sich in der Regel nur kurzfristig. Zusätzliche Entlastung schafft die private Lagerhaltung, der allerdings in ihrem Umfang enge Grenzen gesetzt sind. Auch Liquiditätshilfen können hilfreich sein, wenn sie ohne große zeitliche Verzögerung an gesamtwirtschaftlich rentable Milchviehbetriebe ausgereicht werden. Exporterstattungen hingegen gelten gemeinhin als Auslaufmodell. Die Absicherung der Preise an Warenterminbörsen braucht ausreichend Börsenteilnehmer zur Erzielung wirtschaftlich relevanter Mengen und eine gewisse Liquidität. Auch die von mir schon des Öfteren benannte EU-Milchmarktbeobachtungsstelle kann bei der Risikosteuerung helfen. Die Etablierung von Versicherungssystemen mit möglichst hohem privaten Anteil werden als durchaus sinnvoll angesehen. Und ich will auch nicht versäumen, wieder auf die Risikoausgleichsrücklage hinzuweisen, die meine Fraktion ja schon seit wirklich vielen Jahren fordert. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass der Bund derzeit nicht bereit ist, über eine solche Maßnahme nachzudenken. Sie wäre aber aus Sicht meiner Fraktion ein durchaus geeignetes Mittel, um an der einen oder anderen Stelle die Situation zu entspannen. Alle benannten Instrumente werden die derzeitige Milchpreiskrise jedoch nicht beenden können. Nach Auffassung des BDM könnte das von ihm bereits 2014 entwickelte Marktverantwortungsprogramm die Lösung sein. Experten attestieren den Bereichen Frühwarnsystem und Nutzung verbesserter Kriseninstrumente durchaus Potenzial. Kritischer gesehen wird die vorgeschlagene Mengensteuerungskomponente. Ich zitiere aus der Expertise Kriseninstrument im Milchmarkt vom Institut für Ernährungswirtschaft in Kiel, Zitat: Selbst die befragten Experten gaben eine hohe Bandbreite möglicher Preiseffekte bei Mengenrückführungen an, sodass diese Effekte im Hinblick auf effektive Verbesserung in Krisensituationen zumindest als sehr unsicher einzuschätzen ist. Das Argument für eine Mengensteuerung aufgrund des Versagens der Marktsteuerung durch das inversive Verhalten der Milchviehhalter wird von den Gutachtern nicht gestützt. Zitat Ende. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es darüber hinaus keinen Vorschlag für ein Kriseninstrumentarium, das rechtlich zulässig, praktisch umsetzbar und von einer überzeugenden Mehrheit der Betroffenen selbst unterstützt wird. Und von daher ist unser Antrag auch nur als ein Baustein auf dem Weg hin zu einem funktionierenden Gesamtkrisenmanagement im Bereich der Milcherzeuger zu sehen. Allerdings ist jeder Schritt vorwärts wichtig, um das Ziel zu erreichen. Von daher bitte ich nochmal um Zustimmung für unseren Antrag. Danke. Mir liegen keine weiteren